Im letzten Clip dieser Reihe zum medizinischen Training habe ich Training mit Kooperationssignal und Training mit einer intermediären Brücke definiert und gegenübergestellt. Hier nur ganz kurz auf den Kopf grapschen mit intermediärer Brücke. Taka, 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 klick. Und mit einem Kinn-Target als Kooperationssignal. Klick. Für einen methodischen Vergleich sind wissenschaftliche Studien mit Daten zu folgenden Fragen notwendig. Wie viel effizienter ist die intermediäre Brücke wirklich im Aufbau von Dauer? Und wie groß sind die Nebenwirkungen, insbesondere Frust und Aggression, wirklich? Für eine Effizienzmessung und Risikoabschätzung für Kunden in Hundeschulen wäre es nicht nur wichtig, Daten von perfekten Anwendern der jeweiligen Methode zu erheben, sondern auch Daten von Erstanwendern nach Erklärung eines erfahrenen Befürworters der jeweiligen Methode. Bis es Daten zu diesen Fragen gibt, müssen wir uns anders behelfen. Zum Beispiel über Argumentation über Lernwissenschaft, wie in den Clips dieser Reihe, über Erfahrungsberichte von Anwendern, und über Evidence by Eminence, also die Rockstars unter den Tiertrainern zu dem Thema zu befragen. Meine Argumente dazu kennen Sie schon aus den Clips dieser Reihe. Hier noch einmal eine Zusammenfassung auf einer Tafel. Ich beginne meine Expertenrunde mit Casey Cover, die den Begriff der intermediären Brücke 1990 geprägt hat in ihrer Präsentation zur Blutabnahme aus der Vena cava bei Schweinen. Eine sehr gefährliche Prozedur für die Tiere, wenn sie nicht perfekt still stehen. Das ist nun über 25 Jahre her. Casey, verwendest du die intermediäre Brücke heute noch? Selbstverständlich. Es ist nach wie vor ein sehr effizientes Trainingsmittel, das mir viel Zeit spart. Als nächstes habe ich Jameso hier dasselbe gefragt. Verwendest du die intermediäre Brücke im Training, insbesondere im medizinischen Training? Ich habe in meinem Training keine Verwendung für eine intermediäre Brücke bzw. für ein Keep-Going-Signal. Ich dehne einfach graduell die Dauer eines Verhaltens aus. Das Keep-Going-Signal bzw. die intermediäre Brücke sehe ich als Krücke, um bei diesem Prozess zu hudeln. Die Befürworter der intermediären Brücke loben ihre Effizienz im Training und sagen, Trainingsabkürzungen sind grundsätzlich eine gute Sache, da unsere Kunden uns pro Trainingsminute bezahlen. Ich bin nicht überzeugt, dass eine solide Grundlagenarbeit am Ende mehr Zeit braucht als Trainingsabkürzungen. Meistens lohnen sich die sogenannten Abkürzungen nicht. Ich würde sogar behaupten, dass es Zeit spart, wenn man so im Training voranschreitet, wie es ein einziger konditionierter Verstärker am Ende eines Verhaltens erlaubt. Die Zeitspanne graduell auszudehnen, ist definitiv eine solidere Grundlage und somit langfristig zeitsparender. Hallo Ken, kann ich dir ein paar Fragen stellen zur intermediären Brücke bzw. dem Keep-Going-Signal? Klar, deine Frage ist kompliziert, weil sich die wissenschaftliche Literatur nicht mit diesen Begriffen auseinandersetzt. Sowohl die intermediäre Brücke als auch das Keep-Going-Signal sind Werkzeuge, die im Feld von Trainern entwickelt wurden, um das Tiertraining effizienter zu machen. Die Geschichte der Begriffe ist kompliziert, weil es viele verschiedene Varianten von beiden gibt. Namen im Zusammenhang mit diesen Signalen sind Landemann 1971, Kelly 1946 und Cover 1990. Wie sieht es heutzutage aus? Verwendest du eine intermediäre Brücke im Tiertraining? Nein, ich verwende keine intermediäre Brücke. Generell unterrichte ich kein Keep-Going-Signal bzw. keine intermediäre Brücke. Warum nicht? Ich finde es in kaum einem Fall notwendig. Ich kann im Training meine Ziele erreichen, ganz ohne eine intermediäre Brücke. Siehst du irgendwelche Risiken der intermediären Brücke, speziell im medizinischen Training? Die Risiken sind, dass das Tier davon abhängig wird und dass die intermediäre Brücke Frustrationen auslösen kann. In seinem Artikel zum Thema beschreibt Ken noch weitere Risiken. Die korrekte Anwendung der intermediären Brücke sieht vor, dass diese nur gegeben wird, wenn das Tier das Kriterium trifft. Manche Trainer verwenden die intermediäre Brücke fälschlicherweise, wenn sie das Tier anspornen möchten, also wenn das Verhalten dabei ist, schlechter zu werden. Die intermediäre Brücke würde dann einen Performanceabfall verstärken. Da die intermediäre Brücke bei korrekter Anwendung stoppt, wenn das Kriterium nicht getroffen wird, wird aus dem Stoppen der intermediären Brücke eine konditionierte Strafe. Das Tier agiert aus Angst heraus, das Signal könnte stoppen. Wie auch James bezeichnet Ken die intermediäre Brücke als Krücke. Das Tier wird möglicherweise unfähig, Verhalten, die mit der intermediären Brücke aufgebaut wurden, selbstständig auszuführen und braucht dieses Durchcoachen vom Trainer. Und als letzten Punkt führt Ken in seinem Artikel abergläubisches Verhalten auf Trainerseite an. Manche Signale sind mehr Verstärker für den Trainer, sagt Ken, als dass sie für das Tier Sinn machen. Hallo Susan, verwendest du eine intermediäre Brücke im Tiertraining? Meiner Erfahrung nach ist es für die meisten Trainingsziele einschließlich das Austauschen von Problemverhalten durch akzeptable Verhaltensweisen oder das Vermitteln neuer Trainingsaufgaben nicht notwendig, einen tertiären Verstärker zu verwenden, um Erfolg zu haben. Die korrekte Anwendung von tiertrainerischen Grundlagen wie Beobachtung, Shaping, Markern bzw. der Gebrauch eines Brückensignals und Verstärken sind zusammengenommen eine erlernbare, effektive und humane Werkzeugkiste für unsere Kunden. Ich habe auch schon James und Ken gefragt. Genau wie du verwenden sie keine intermediäre Brücke im Tiertraining. Es gibt im Tiertraining keine wichtigere Fähigkeit, die wir an unsere Kunden weitergeben sollten, als beobachten und uns beeinflussen lassen vom Verhalten unserer Hunde und wie es sich im Trainingsprozess entwickelt. Kopfloses Befolgen von Trainingsprotokollen ist der Grund, warum die Leute wieder und wieder gescheiterte Techniken weiterverwenden. Aber wenn die Leute lernen würden, Verhalten im Trainingsprozess zu messen, dann würden sie aufhören mit diesen Trainingsmitteln, weil das messbare Verhalten des Hundes ihnen sagen würde, aufhören, überdenken, neu planen. Die intermediäre Brücke kann Hundebisse im medizinischen Training begünstigen, weil mit dem Tier in der Trainingsprozedur gehetzt wird und somit die Verhaltensdauer nicht achtsam genug aufgebaut wird für eine unangenehme medizinische Behandlung und zweitens Frustration entsteht, wenn die intermediäre Brücke stoppt und nicht mit einem primären Verstärker gepaart wird. Frust ist ein fruchtbarer Boden für Aggression. Außerdem wird das Brückensignal geschwächt. Exakt. Die Sache mit Frust und Abschwächung gilt für die intermediäre Brücke genau wie für jedes andere Brückensignal auch, wenn es ohne Backup in Form eines primären oder gut etablierten sekundären Verstärkers gegeben wird. Happy Training!